Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie wissen, es gibt seit 2 Jahren den Vorwurf der WKStA, ich hätte im Untersuchungsausschuss falsch ausgesagt. Der Grund, warum wir alle heute hier sind, 100 Journalisten, habe ich gehört, im großen Schwurgerichtssaal und uns mit den Aussagen im Urschuss von vor 3 Jahren auseinandersetzen, ist ein Zusammenspiel aus Politik und WKStA. Es waren die Abgeordneten im Urschuss, die mich nicht nur befragt haben, sondern danach auch gleich Anzeige erstattet haben. Und es war die WKStA, die ein Strafverfahren eingeleitet hat. Meiner Meinung nach mit dem Ansatz, jede meiner Aussagen, immer wenn es die Möglichkeit gab, sie in 2 Richtungen zu interpretieren, in die für mich nachteilige Richtung zu interpretieren. So wird zum Beispiel auf meine Aussage nah auf ein Nie nicht ein Widerspruch, so wie ich es gemeint habe, sondern ein Nein, eine Verneinung und somit eine Falschaussage. Ich bin, wie Sie wahrscheinlich alle wissen, nicht der erste und vermutlich auch nicht der letzte Politiker, der in so einer Situation ist. Ich kann Ihnen aber nur sagen, dass insbesondere mit jetzt fast 2 Jahren Abstand als Familienvater, als Unternehmer und fast 2 Jahren nicht mehr Politiker, es sich doch sehr fragwürdig anfühlt, dass dieses Zusammenspiel stattfindet. Und ich halte es persönlich für sehr bedenklich, dass es immer mehr zum Trend wird, dass versucht wird, mit Anzeigen und Gerichtsverfahren irgendwie Politik zu machen. In Summe bin ich sehr zuversichtlich. Ich weiß, was ich im Urschuss gesagt habe. Ich weiß, dass von der WKStA meiner Meinung nach versucht wird, es immer für mich negativ zu interpretieren. Und ich hoffe doch auf ein faires Verfahren und darauf, dass am Ende des Tages sich diese Vorwürfe auch als falsch herausstellen. Bis dahin, danke, dass Sie diesen Prozess kritisch begleiten. Und ich werde Sie sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder über meine Sicht der Dinge zumindest auf dem Laufenden halten. Vielen Dank.